ist mir schlecht. Wo bin ich? Ein Ledersofa? Bier? Party? Ich muss in der Villa sein. Moin, Hauke. Willst du einen Kaffee? Jetzt bist du schon so lange Arzt und bringst immer noch alle Studenten unter den Tisch? Oh, muss ja. Ach ja, das UKE-Gelände. Die ewige Baustelle. Nach so vielen Jahren finde ich immer noch nicht den kürzesten Weg. Ah, Sonnenschein, Vogelgezwitscher, ein Hauch von Formalin in der Luft. So mag ich es. Ach nee, Professor Schwarz. Sehen, was ihr geeignet seid, hier den Produkt. Der und seine Regenwürmer. Wenn das keine angewandte Physiologie ist. So? Nein, danke. Frau Liene? Nein, danke. Die haben mir mal leid getan. Die mussten wir immer mit Elektroschocks traktieren. Aber noch mieser waren jene Studenten dran, die sich zu einem Versuch bei einem anderen Mitarbeiter der Physiologie meldeten. Komm mit, mein Kind. Komm, mein Kind, komm. Immer weiter. Komm, Kindchen. Komm in die feine Stube. Ach ja. Noch jemand aus alten Zeiten. Biester, der Meister des Präpsalz. Und Boje, der Meister des Hauses. Immer noch so lässige Typen wie damals. Aber 5 Minuten zu spät im Präpsaal und man wurde rund gemacht. Anatomie. Ja. Wie hieß da nochmal dieser Professor? Learning by pressure, learning by fear. Aber es war doch der einprägsamste Kurs. Irgendwie. Ach, die Chirurgen. Auch sehr speziell. Für meinen Kumpel Jan war die Chirurgie immer das Größte. Im OP sein zu dürfen, macht ihn glücklich. Und nichts anfassen!